einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Montag. Ich hoffe, euch geht es gut. Mir geht's gut, Wochenende war entspannt. Ey. Meine Tochter war bei ihrem Freund am Wochenende, ich habe die gestern geholt. Ich blende euch mal gerade ein Foto ein. Das ist so, so eine Dreieckswiese, das nennen wir immer Hundedreieck. Von euch aus jetzt links ist eine Einbahnstraße, also in der Richtung, wo ich das Foto gemacht habe. Und wenn ihr rechts guckt, geht die Einbahnstraße eben in die andere Richtung. Von da aus, wo ich das Foto gemacht habe, wieder weg. Und dann kannst du hinten links und kommst wieder auf die Straße. So, ich bin jetzt gekommen, von euch aus links, Richtung von da, wo ich das Foto gemacht habe, bin ich gefahren. Entgegengesetzt kam ein Radfahrer. Da war, ist ein Rennradfahrer gewesen, in voller Montur. Ist dann mehr oder weniger auf dem Radweg gefahren, aber auch zum Teil bei mir auf der Straße, der war irgendwie am Träumen. Und von euch aus links stehen jetzt da, oder standen oder stehen Autos. Und ich habe die fast berührt, weil der mit seinem Fahrrad nicht wusste, was er wollte. Ja, er war vorbei, hat dann irgendwo hinten angehalten, hat den Arm gehoben, ich habe das gesehen. Hab dann mitten auf der Straße angehalten, er kam zurück und sagte zu mir, das ist eine Einbahnstraße. Ich sage, ja, das ist korrekt, deswegen fahre ich auch hier und nicht auf der anderen Seite. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ob er in Gedanken war, weil er war nämlich mit seinem Rädchen nicht auf dem Fahrradweg, sondern hat mich fast am Auto berührt, so mehr oder weniger. Ne? Und hat dann wieder gesagt, das ist eine Einbahnstraße. Sascha, ist korrekt. Ich sage, was willst du denn jetzt von mir? Und dann sagte er zu mir, aber weißt du was, ich schicke dir einfach mal meine Kollegen vorbei. So, jetzt ist das Problem, ich war die ganze Nacht wach und haben die ganze Zeit gewartet auf irgendwelche Kollegen. Manchmal frage ich mich. Also ich weiß nicht, was für Kollegen der meinte. Auf jeden Fall kann er kein Polizist sein, weil dafür war er viel zu dumm. Der ist dann abgedackelt. Ich sagte, der soll stehen bleiben. Dann kann ich ihm das mal erklären, wie man sich auf der Straße zu verhalten hat. Oder dass ich mich richtig verhalten habe. Dann ist der rechts in die Einbahnstraße rein und hinten links rum. Ich habe noch zweimal gerufen, aber irgendwie keine Reaktion. Der war dann weg. Jung, meine Tochter hat auch gedacht. Junge, was mit dem? Wir fahren jetzt nach... Also zum Baustoffhändler, ne? Nach Düsseldorf. Da laden wir erstmal drei Stellen. Und zwar für Köln, Mönchengladbach und St. Augustin. Und dann fahren wir in Bonn bei dem gleichen Baustoffhändler wieder laden. Das machen wir erstmal. Also fahren wir erstmal laden. Ich soll um 7:30 da sein. Laut Navi bin ich um 7:10 Uhr da. 7:10 Uhr bin ich da. Genau. 7:10 Uhr. Gucken wir mal, ob wir direkt rein können, ob wir direkt laden können. Kann ja sein, dass die Anlieferungen haben oder was weiß ich was. Heute ist Schauerwetter angesagt. Aber soweit, wir haben 20 Grad. Kannst du dir das vorstellen? Das ist total angenehm. Ich bin heute Morgen mit dicker Jacke rausgegangen. Zu Russ. Da hab ich fast einen Schock gekriegt, ey. Aber das ist sehr, sehr angenehm zum Arbeiten, würde ich sagen. Machst du gleich den ersten Anschlag, hast du wieder Wasser in der Puporitze, verstehst du das? Jetzt sind wir in Düsseldorf. Wir haben 6:52 Uhr. 7:04 Uhr bin ich da. 7:04 Uhr. Schön. So, jetzt stehen da welche drinne. Jetzt weiß ich nicht, fahr ich da rein oder fahr ich da nicht rein? Da ist gerade einer am Abladen, ne? Mit einer Zange. Ich habe jetzt zurückgesetzt, also ich habe mich angemeldet und fahre jetzt rein. Der Kipper ist rausgefahren, da war noch ein Vierachser. Der Steinzug steht noch drin, aber der ist auch fertig. Der hat gerade eingeklappt. Von daher habe ich jetzt Platz und kann drin fahren, ne? Und dann schauen wir mal, was wir kriegen. Ich hatte nämlich keine Ahnung. Ah, das hat der alles abgeladen gerade da. Gucken wir uns das jetzt mal an. So, wir haben geladen. Das ist eigentlich
fast alles nur KG-Rohr. Für die letzten beiden Kunden. Aber für den ersten Kunden, wo ich jetzt zuerst hinfahre, nach Köln, ist das eine Akkurinne. Jetzt fahren wir zuerst mal zur Tiefentalstraße nach Köln. Und dann laden wir die Akkurinne ab. Das liegt alles auf einer Euro. Das nehmen die aber, denke ich mal, so mit der Hand. Für den letzten habe ich hier noch, muss ich unbedingt abgeben. Gliedermaßstäbe für den letzten. Das ist für den Strabag. Darf ich nicht vergessen, verstehst du? Jetzt habe ich aber, ich war auch kurz nach 7 hier, wir haben jetzt 9, jetzt gleich. 9 Uhr. Ich kann nicht dafür, ne? Das war noch nicht alles gepackt, deswegen. So. Das ist so schwüldrückend, das kannst du dir gar nicht vorstellen, wa? Wir können ja eigentlich mal das Innenlicht ausmachen, oder? Was sagst du dazu? Ja. Fahren wir mal zum ersten. Gucken wir mal genau, wie wir da hinkommen. Schmeiß mal den runter. So, den ersten haben wir in Köln runtergeballert. Ich habe jetzt auf Google Maps die ganze Zeit nach einem Schwimmbad gesucht. Aber das Schwimmbad gehört zur Schule, deswegen war Schwimmbad separat nicht zu finden auf Google Maps. Die haben wir jetzt hier vorne abgelegt, das war nur eine Akkurinne. Ne? Hier ist die Baustelle. Ich habe da vorne mal angehalten. Ein Stückchen, ne? Dahinter. Bin dann hier vorgefahren, habe ich die zwei Jungs da unten gesehen. Aber ist nichts angeschlagen von dem Firmennamen, der auf dem Schein steht. Aber ich habe die zwei Jungs da mal gefragt und die waren es. Die haben diese Akkurinne erwartet. Jetzt fahren wir mit dem Rest, bis auf eine Gitterbox, die steht hier vorne. Fahren wir nach Bergisch Gladbach. Ich habe überall keine Hausnummern dabei, ne? Aber was soll's. Dann drehen wir jetzt hier direkt mal und dann fahren wir vorne wieder raus. Dann gucken wir mal, ob wir auf die Aral-Tankstelle kommen. Tankstelle kommen, dann können wir uns ein Käffchen holen und dann geht's weiter. Ich habe mich angemeldet bei der nächsten Baustelle. Also ich habe eine Telefonnummer hier draufstehen, der Mann ist aber ja nicht da. Der ruft jetzt seine Kollegen an, dass ich 20 nach 10 ungefähr da bin. Wie gesagt, ich gehe mir jetzt gerade einen Kaffee holen und dann weiter. Da vorne kann ich schon gut drauf fahren. Ja. Einem PKW, der einfach so die Straße gekreuzt hat und da kam ein LKW und der hat gut. Kann. Ups! Schlüssel! Ja! Ist ja gut, Jung. So, er hat gesagt,
Er hat gesagt, die Baustelle sehe ich. Ja, das ist immer. Muss ich jetzt da lang oder da lang? Hier ist ein Kreisverkehr, da kann ich ja zur Not drehen. Ja, ich fahre mal so, wie das mir sagt. Ja, ich stand natürlich jetzt von 7 heute Morgen bis um 9 ungefähr stand ich schon da rum. Also konnte ich ja ab 9 Uhr erst anfangen, die Kunden abzufahren. Falls ich einen Anruf kriege nachher, weißt du. Ich kam ja nicht dafür, wa? Da ist nichts. Da ist ja nichts. Ja, so, ich habe jetzt hier am Kreisverkehr gedreht. Ich bin jetzt recht auf die Straße drauf gefahren, weil ich links nicht abbiegen konnte. Da ist eine durchgezogene Linie, kann das sein? Ich fahre jetzt hier geradeaus. Ja! Er hat mich schon gesehen. Dann fahren wir jetzt mal hier rein. Passt das oder passt das nicht hier? Ja, das passt. Nächste, ne? Achso, das Blatt müssen wir da oben tun, weil das ist gleich mein Ladeschein. Jetzt bist du am Silke, verstehst du? Jetzt geben wir ein St. Augustin Bundespolizei. Dann haben wir den jetzt auch. Der war super nett. Der hat mich im Radlader abgeladen, wie ihr gesehen habt. Das ging super, super schnell, der war super freundlich. Hier ist auch riesengroß Polizei. Jetzt fahre ich auch zur Polizei. Letzte Woche war ich auch bei der Polizei. Was ist los hier? 10.44 Uhr haben wir jetzt. Zweiter ist weg. 11.26 Uhr sind wir beim dritten und beim letzten. Der kriegt eine Gitterbox. Und dann fahren wir nach Kölle. Dann tun wir da auch wieder 3 oder 4 Stellen laden, irgendwie so jetzt. Das gucken wir uns aber gleich erstmal an. Fahren wir erstmal jetzt zum dritten. So, ich habe mich jetzt hier bei der Polizei angemeldet, draußen. Ich bin erst vorbeigefahren, ich war erst beim Pförtner. Der hat gesagt, drehen und dann nochmal anmelden. Habe ich gemacht. So, ich filme natürlich jetzt hier drinnen nicht. Wir fahren jetzt hier rein und dann ist die Strabag hier drinnen und dann melde ich mich später. Was ist denn hier los, ey? Junge, 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 kannst du hier uns links am Bier? Der Führer ist Minge, Baustoffhändler. Da fahren wir jetzt rein. Und dann kriegen wir hier laut Papier 4 Kunden. 4 Stück bis Düsseldorf schon wieder. Ach nee. Ah, das ist aber lieb von dir. Dankeschön. Ist aber lieb von dir. Ich bleib mal hier stehen, ich melde mich erstmal an. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Die sind gerade da oben erstmal alle umgekippt. Ich krieg jetzt hier noch 4 Kunden geladen. Dann fahre ich erstmal einen weg. Dann muss ich in Zollstock noch wieder beiladen. Und dann habe ich hier wieder 4. Ja, super. Alles runtergeballert. Das kann sich um Stunden handeln, das schwöre ich dir.
erste Jed nach Wesseling. Dann muss ich in Zollstock beiladen. Dann fahre ich nach Leverkusen, dann nach Düsseldorf auf eine Baustelle und dann in das Lager. Was sagt ihr dazu? Jung. Ja, das hat jetzt wieder eine Zeit gedauert. Ach, der hat das Styropor geschmissen und ach, hör auf, ey. Ah. Gegen C, die erste Baustelle, Wesseling-Berzdorf, haben wir weg. Das Styropor haben wir so mit der Hand abgeladen. Nach Adam Riese, also nach der Liste, muss ich jetzt erstmal... Habt ihr eigentlich gesehen? Ich habe ja morgen vergessen, die Zollstöcke abzugeben bei der Polizei-Dingsbums hier, Strabag. Ja. So, wir waren ja jetzt eben im Zollstockladen, wo ich wieder schön mit der Stütze aufgesetzt habe. Und jetzt haben wir hier in Leverkusen einen runtergeschmissen. Am Arsch der Welt. Ich habe jetzt gerade hier ein paar Holzplatten abgeladen. Diese Rollen, die da oben auf den Big Bags liegen. Dann andere, die Säcke und so, das ist nicht von mir. Jetzt fahren wir nach Düsseldorf. Da haben wir drei. Ciao. Da haben wir drei Stück. Und wir haben 16.18 Uhr. So, und jetzt werden wir heute wahrscheinlich das gleiche haben wie letzte Mal. Wir haben ja letztes Mal hier gefahren. Und dann musste man nachmittags irgendwann 3, 4 Uhr nochmal in einen anderen Markt und noch was dabei laden zu unseren zusätzlichen Kunden oder zusätzlich zu unseren Kunden, die wir schon drauf hatten. So. Und dann habe ich natürlich zwei oder so mit auf den Hof genommen, weil das einfach, weil dir die Zeit fehlt. Du, wenn du zwischendurch nochmal laden fährst, weil da irgendwie noch ein bisschen Platz auf dem Auto ist und du darfst nicht erst deine Kunden abfahren, die du auf dem Auto hast, dann ist das abends scheiße. Und das gleiche wird mir heute passieren. Ich bin um 17.09 Uhr beim zweiten von dieser Rutsche jetzt hier und dann habe ich immer noch zwei drauf. Ich glaube aber nicht, dass jetzt noch einer auf der Baustelle ist für die Stützen. Das sehen wir gleich. Ich fahre jetzt auf die Baustelle, gucke, ob da Leute sind. Wenn ich da keinen rumlaufen sehe, rufe ich mal an. Und wenn der mir sagt, Junge, hast du noch alle, lohnt es auf die Uhr, dann rufe ich direkt Menge Chefins an und dann können wir mal abklären, ob wir mit den anderen noch mal machen. Das ist, warum fährt man nicht erst das Auto leer? Ich verstehe das ganze Prinzip hier nicht. Schönen guten Morgen, heute ist Dienstag, also wir schreiben den nächsten Tag. Ich hatte gestern, oder habe jetzt auch immer noch drei Kunden drauf. Ich war gestern um 17.20 Uhr oder so an der Baustelle, war natürlich keiner mehr. Für die Stützen. Und dann habe ich angerufen bei uns. Dann haben die telefoniert mit der Firma hier, wofür ich fahre. Die haben mich dann reinzitiert. Ich soll heute weiterfahren, das mache ich. Dann fahren wir erstmal die zwei Kunden ab, die noch drauf waren. Und dann der letzte ist ja sowieso Lager wieder, ein Lager von denen. Da fahren wir hin. Da laden wir ein bisschen was ab, einen Karton, ein paar Eimer und eine Reinigungsmaschine, so ein kleines Ding. Und dann denke ich mal, lade ich da auch wieder. Das höre ich aber gleich von meinem Disponent. Ich bin um 7.04 Uhr bin ich beim ersten. Da schmeißt man die vier Pakete Styrodur runter und dann fahren wir die Stützen weg. Da wo gestern keine mehr da war. Die vier Pakete Styrodur haben wir abgeladen. Jetzt fahren wir hier über die Brücke. Jetzt fahren wir wieder zu dem Kunden, wo wir gestern als letztes waren eigentlich. Es ist echt total geil. Die Leute sind oben am Fenster. Ich habe dann hochgerufen, von wo ich komme, was ich für die habe. Der guckt auf das Auto und sagt, kannst du wieder mitnehmen, brauchst du nicht. Ich sage, wieso brauchst du nicht? Sagt er, ja, ich habe doch Bescheid gesagt beim Verkäufer. Hat er nicht. Also der Verkäufer hat nicht Bescheid gesagt, denke ich mal. Ich nehme das jetzt mit. Weil ich muss eh jetzt zu einem Lager von denen und dann laden wir das da alles ab. So.
Jetzt würde ich gerne hier abladen. Die haben auch gesehen, dass ich vorne mit Sicherheit eine halbe Stunde stand, weil hier alles voll war, ne? Und jetzt stehe ich hier drin schon wieder. Ich bin in Lierenfeld, muss nach Herd. Das muss runter. Wie gesagt, die Stützen hier, die waren ja bestellt, aber jetzt wollen sie die nicht. Ich frage mich echt, wie ich nachmittags meine Kunden quitt werden soll. Du kommst nicht voran hier, ne? Und dann bist du ständig von Lager zu Lager am Fahren. Ja. Ich weiß nicht, ich muss mal nach vorne gehen, hier tut sich gar nichts. So, wir sind in Lierenberg natürlich schon fertig. In Herd haben wir auch schon wieder geladen. Und jetzt sind wir in Euskirchen. Hier in Euskirchen machen wir jetzt leer. Ich sollte normalerweise 3 Kunden laden in Herd. Einer ging drauf und die anderen nicht mehr. So, so viel zum Thema Planung. Marienhospital fahren wir jetzt. Hoffentlich fängt er gleich nicht an zu pissen, ey. Marienhospital. Junge, das ist jetzt. Das ist jetzt. Da kann ich dir erzählen, Junge. Auf jeden Fall aufgefallen, dass überall, wo du hinfährst, sind die Kunden gar nicht da. Das heißt, du machst einfach alles alleine. Ich habe die Wolle jetzt unter die Rampen da gelegt, damit die nicht nass werden. Ständer weg davor, ne? Gibt's hier, der ist ja einfoliert, also da ist eine Höhle drum und ein bisschen abgeklebt. Ich habe jetzt den Brühl geladen hier. Die 2 Paletten standen hier, die ganzen Euros, die ganzen Steinpaletten und der Eurostapel dahinter. Jetzt rufen wir mal an, das geht normalerweise zum Gottesweg nach Zollstock. Ich weiß aber nicht, ob heute oder morgen oder was, deswegen soll ich anrufen. Das machen wir jetzt mal gerade und dann hören wir mal, was er sagt. Ja, hallo. Ich habe jetzt geladen hier, jede Menge Leerpaletten, 2 Steinpaletten und so was alles. Ja, genau. Also Marge in Zollstock erstmal nur leer. Gut, alles klar. So, noch 1 Kilometer, dann sind wir in Zollstock. Ich weiß auf jeden Fall schon, habe ich das eben schon gesagt, ich habe echt keine Ahnung. Morgen früh 7 Uhr wieder Düsseldorf Hafen, Straßenbaustoffe. Gleiche wie die. Ja, reiß die Tür auf, Alter. Puh, ich hab mir gerade in den Bus gekackt. So, morgen früh sind wir ja wieder am Hafen. Der hat mir ja damals diese Zollstrecke gegeben, die ich in Augustin abgeben sollte. Hast du natürlich vergessen. Normal. Dann kann ich mich morgen dafür entschuldigen und entweder muss ich da wieder hin oder aber. So, und hier, wie ich jetzt dann reingefahren bin, habe ich richtig schön mit der Stütze aufgesetzt. Weil ihr könnt das nicht sehen, hier geht es runter und von der Straße aus geht es runter. Das ist eine richtig schöne Kuhle. Deswegen machen wir jetzt auch direkt wieder rum, das Ding. So, ich würde sagen, wir fahren jetzt durch Kölle. Schön nach Hus. Hat sich jetzt eingeregnet. Jetzt können wir Feierabend machen. Findet ihr nicht auch? Sie nur mit dem Hof. Das ist echt ein Luxus für den Kunden. Was hier mir der Spiegel ab. So, das ist ja nicht so, dass das überhaupt keinen Spaß macht, wenn die Planung stimmt. Aber die Planung, ey, die ist so schlecht.